Gut, legen wir los. Ja, läuft es schon. Das läuft schon. Oh, okay. Ja, genau. Gut, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shift My Lift mit August. Servus. Und wir haben gesagt, wir schauen uns mal Lass seinen Kipping Pull-Up an. Lass hat voll gekotzt, als ich das abgefilmt habe, weil er irgendwie einen Workout im Open Gym gemacht hat. Aha, also das war im Workout. Das war im Workout und ich habe ihn nur gesehen und dann hat er mich gesehen, wie ich das Handy raushole und der hinlaufen. Er hat nur geflucht, weil er genau weiß, was jetzt kommt. Gut, jetzt würde ich sagen, wir schauen uns das erstmal ganz kurz an. Einfach mal schnell zwei, drei Bewegungen, was wir hier sehen. Okay. Gut. Wo fangen wir an? Was ist das Erste, auf das du gucken würdest? Also erstmal den ersten Schwung, den Arch. Ja. Genau. Also hierher. Genau, einfach grob. Meistens gucke ich den Zeh an, ja. Also diese Wölbung. Also, ups, Moment. Das hier. Ja, genau. Genau. Was gar nicht so schlecht ist. Nö, finde ich auch gut. Die Beine sind hinten zusammen, er ist nicht abgeknickt drin. Hier, Schulter ist schön offen. Ja. Ja. Kommt auch ziemlich weit vor. Kommt ziemlich weit vor. Genau, ich würde fast mal gucken, ob das nicht sogar schon ein bisschen zu weit ist. Also ich frage mich jetzt, ob hier genug Spannung drin ist. Weil er schon sehr, sehr weit vorne ist. Also müsste man auch mal hier angucken, bei vielen ist ja, also was ich in dem Pull-Up auch ab und zu sehe, oder in so einem Kipp ist, dass die Spannung im Rumpf halt total weg ist. Das ist halt Hauptsache weit vor und die Beine weit zurück und dann ist dazwischen immer ein bisschen locker. Ja. Aber ja, ist glaube ich noch okay. Müsste man mal schauen, wie das dann aussieht. So, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Schauen Sie das nächste an. Also was hier jetzt schon kommt, was man sieht, ist, dass die Beine sich anwinkeln. Sich hier einmal her und jetzt fängt er schon an, die Knie da hochzuziehen. Ich will ja eigentlich in der umgedrehten C-Position, also hier ist Hollow-Position, nee, was ist das? Doch, Hollow. Nee, das ist Arch. Ja, also jetzt kommen wir aus dem Arch ins Hollow. In die Hollow, genau. Hier sollten wir jetzt eigentlich, das finde ich eigentlich ganz schön, aber er macht halt sowas da. Und wir wollen hier ja eigentlich auch wieder so eine Kurve haben. Das heißt, seine Knie müssten da so ein bisschen runter und die Füße einfach ein bisschen weiter vor. Ja, und jetzt ist die Frage von vorhin wegen der Rumpfspannung, weil jetzt sieht man eigentlich aus dem Rumpf, ist kein Korn da. Also ist ziemlich gerade. Oder? Ja. Genau. Und jetzt, ja, und das ist so ein Ding, das Lass macht, dass auch die Hüfte kommt halt nicht. Ja, genau, das sind Arme. Genau, also hier ist halt so ein bisschen Knie anziehen. Das hier ist, also er holt seinen Schwung halt hier raus, indem er seine Knie da so ein bisschen hochzieht. Aber dann wird es halt, ja, also hier kommt es so ein bisschen, aber das ist zu vernachlässigen, dann kommt halt ein Pull. Das ist ja auch immer ein bisschen das Problem. Ich sage ja immer, dass Kraft so die eine Fähigkeit ist, von der du nicht genug haben kannst. Aber sie behindert dich halt auch oft, weil... Für die Technik, ja. Für die Technik, weil es geht halt. Mhm, ja, es liegt aber in der Familie. Ich habe Karl auch Pull-Ups machen sehen, sein Bruder. Genauso. Okay. Genau, machen einen Kipp, bleiben stehen und dann ziehen sie sich hoch. Aber das irgendwie 50 Mal. Ja, also das ist halt schon auch eine Leistung. So. Dann hier. Zack, bumm. So, und jetzt sieht man nämlich das, was er beim ersten Mal sehr gut gemacht hat. Jetzt bricht er bis in die Knie. Jetzt bricht er hier in die Knie ein. Das heißt, wir sind jetzt da. Und man sieht auch, dass die Füße nicht zusammen sind. Nicht zusammen sind. Genau. Also hier hätten wir natürlich auch wieder schön gestreckt das Ganze. Weil ja, was will ich sagen? Man muss ja bei dem Pull-Up verstehen, dass, oder diese ganze Kippgeschichte ist ja dafür da, um wirklich effizienter zu sein in der Bewegung und effektiver irgendwo. Und man will ja die Spannung aus der vorherigen Bewegung mitnehmen. Ja. Und halt jedes Mal, wenn du halt hier abknickst, dann ist diese ganze Spannung, die du aufbaust, ist weg und du baust es jedes Mal von Neuem auf. Ja. Und viele denken ja, sie müssten hier hinten irgendwie riesig rauskippen.
Also mit den Füßen treten und dass sie da hinkommen, aber das ist es gar nicht, sondern es findet ja eh alles hier statt und der Rest ist nur Schwung. Ja. Und jetzt sieht man im Vergleich zu der ersten Bewegung, dass hier, darf ich? Ja, ja. Sub, dass hier auch mehr geknickt ist statt ja, C. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also der Hüfte, ja. Da würde ich sagen, oh, jetzt ist tatsächlich vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, richtig, da ist die Hüfte nach hinten, ne, nach hinten oder vorne gekippt. Was ist es? Nach vorne? Nach vorne, jetzt ja. Kippt nach, das Wasser schüttet nach vorne aus, deshalb ist es nach vorne gekippt, genau. Also hier ist auf jeden Fall die Rumpfspannung weg, die muss da reinkommen, weil der Rumpf ist ja das, was nachher die Kraftübertragung macht. Ja, genau. Sehr gut. Ja, und ich meine, ja, er kommt dann halt wieder hier ran, zack, zack, und hier ist schon wieder abgeknickt, zieht dann die Knie an und geht dann hoch. Und es geht auch wirklich hoch, nicht wirklich ja. Hinten hoch. Ja, es ist ein senkrechtes irgendwie so. Genau, und dann sieht man auch hier, was man ganz, ganz oft sieht, was ich einen sehr, sehr guten Tipp finde, um einen Puller wirklich besser zu machen, machen wir das mal kurz weg, ist, hier oben kurz stehen zu bleiben. Ich meine, klar, das ist jetzt Workout, das ist ein bisschen was anderes, aber was ich immer oft sage, ist oben stehen bleiben und dann nochmal kontrollieren, wo ich bin, dass hier wirklich die Beine gestreckt sind, ja. Zusammen sind und ich dieses C habe. Und dann, und das macht er auch nicht ganz so viel, das nach hinten wegdrücken. Ja. Also bei ihm ist es dann eher so ein, ich gehe halt da gerade runter, plumps in meine Schulter, gehe dann wieder nach vorne, knick ab und hol wieder Schwung aus den Beinen raus. Ja, ja, hier. Also die oberste Position sollte... Der Pull-Up ist ja eigentlich nur ein Wechsel zwischen Arch, Hollow, Arch, Hollow. Hm, ja, ja, definitiv. Oder Hollow, Arch, irgendwie. Die Bewegung halt. Das ist immer dieses C-Wechsel. Na, das C ist unten so, dann beim Hochgehen so, Hüfte kommt und dann bin ich wieder da. Ja. Na, und sollte oben wieder mit einer geschlossenen Hüfte, also gebeugten Hüfte dastehen. Was haben wir denn noch? Ja, hier siehst du es jetzt ganz arg. Und Knie. Ja, genau. Zack. Und dann halt Hüfte so ein bisschen. Sie ist im, also sie kommt im richtigen Moment, das muss man schon sagen. Ja. Also da ja. Alles gut. Er drückt auch hier jetzt ein bisschen nach hinten weg, das finde ich schön. Also hier Kreis, der Winkel hier schließt sich. Na, das ist auch gut. Das hilft ja auch im Toast-to-Bar an der ganzen Nummer. Ja. Ungemein. Und dann kommt er wieder runter. Ja, 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 ja. Das ist zu abgeknickt. Da ist keine Spannung drin. Da muss man ein bisschen drauf achten. Ja. Das macht halt auch irgendwann mal Stress im Rücken. Definitiv, ja. Also man muss auch sagen, es ist ja, hätte man ihm gefragt, zeig uns ein paar Pull-Ups, würde es sicher noch ein bisschen anders aussehen. Ja, das ist ja das Problem, deshalb wollte ich die ja so genau. Haben. Ja, ja. Genau. Weil jetzt ist er noch müde. Jetzt ist er ja noch müde, aber dann sieht man auch ein bisschen ja, was. Klar, genau. Wenn man hingeht und sagt, mach mal zwei perfekte, dann ja. Ja. Ich hätte mal, wir müssen mal gucken, hast du mal Julias Pull-Ups gesehen? Nein. Julia, ach, brutal. Brutale Pull-Ups. Kommt halt aus dem Turn. Ah ja, gut. Kann die Hollow Arch Position so perfekt. Krank. Das ist Wahnsinn. Das müssen wir auch mal. Wir müssen mal einen wirklich guten nehmen und die sind nahezu perfekt, die sie da macht. Genau, gut. Haben wir noch irgendwas? Nein, also das, was du vorhin gesagt hast, denn mit, er kommt schon tatsächlich von hinten. Ja. Das finde ich diese, genau das. Ja. Dass er so weit nach hinten vorne kommt, das ist sehr gut, finde ja. Ich. Ja, hier ist ja fast noch ein Chest-to-Bar-Pull-Up. Ja. Ja, gut. Genau, also was gefällt uns? Das Timing der Hüfte gefällt mir. Ja. Also er macht es auf jeden Fall im richtigen Moment. Er kommt hier, boom, kommt da noch ein bisschen her. Das nach hinten weggehen finde ich schön. Ja. Weil dadurch kriegst du die Hüfte halt auch mit rein. Hier, wupp. Na. Ja, der war gut. Ja. Ja, das ist eigentlich schon eine schöne Phase. So, was muss er besser machen? Füße strecken, also Knie strecken und die Füße zusammen. Genau, also das finde ich jetzt den allerersten riesigen Tipp. Und meistens, wenn die Füße schon zusammen sind, dann kommt die Arch-Position nicht so krass. Ja. Das bremst schon gut. Ja, ja genau. Das gibt schon, also alleine so ein Beine strecken und zu, also Handtuch dazwischen klemmen, Handtuch zwischen die Füße klemmen, ja, macht so viel Spannung gut. In den Beinen zusammen, dass der Rumpf eigentlich auch gleich noch irgendwo mitkommt. Ja. Ja, das würde wahrscheinlich sehr viel Probleme lösen. Also ich würde hier auch auf jeden Fall
Hollow Arch Position in klein, in groß, in schnell, in langsam durchprügeln bis zum geht nicht mehr. Weil ich glaube, dann, okay, und dann halt noch Hüfte mehr. Ja. Hüfte mehr. Da noch, da kann noch auf jeden Fall noch was kommen, aber dann ist das ein brutaler Pull-up und dann kann er da mit seiner Kraft auch echt was anfangen. Definitiv. Okay. Also er soll sein T-Shirt ausziehen, zwischen die Beine nehmen. Genau, dann haben noch alle anderen auch was davon. Ja. Genau. Cool. Dann, wie gesagt, Beine strecken, mehr Hüfte, fertig. Ja. Geiler Pull-up. Schön. Weil das ist halt überhaupt keine Kraftgeschichte. Nein. Das ist wirklich halt, Nein. Weil so kommt der klar ungefähr durch. Ne? Das ja, macht er kommt sicher, halt da macht er sicher die 10 Wiederholungen hintereinander. Locker, so. Flockig, ja. Aber da geht sicher noch viel, viel mehr. Da ist viel, viel mehr drin. Gut, dann Lars, frohes Schaffen an deinen Hollow- und Arch-Positionen. August, vielen Dank. Bitteschön. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ciao, ciao.